der Mann, den Sie da sehen, ist ein großartig ausgebildeter Nahkampfspezialist. Geschmiedet in den Brennöfen von Afghanistan, Irak, Kuwait und uns Sarasota. Wahnsinnshaut, keine Extremprobleme. Er wird erst Ruhe geben, wenn ich in Sicherheit bin. Also halten Sie den Schickimicki-Panzer an, es sei denn, Sie wollen genauso erbärmlich verrecken wie seine Freunde, denn er ist für deren Verreckung allein verantwortlich. Er hat das vielleicht nicht absichtlich gemacht, aber Sie sind verreckt, also... Also, wer ist das? Ich habe ihn irgendwo schon mal gesehen. Nein. Das ist der Covermodel, richtig? Ja, ich wusste doch, dass ich ihn irgendwoher kenne. Geh da raus und bring ihn auf kreative Art um. Ich liebe es, wenn so ein Adonis versagt. Ich schätze, dann nehme ich jetzt doch einen Drink. Oh, Scheiße. Ist es okay, wenn ich noch was draufkippe? Ja, kann natürlich, ich? Aber... Oh mein Gott, haben Sie noch nie ein Glas benutzt? Entschuldigung. Was würde Jack Traynor machen? Ist das heiß hier drin? Findet noch jemand, dass es hier heiß ist? Hm. Machen Sie etwa auf sexy? Das ist sehr verstörend. Bitte hören Sie auf. Ich spiele doch nur mit dem Feuer. Einsteigen. Er oder ich? Das ist keins von Ihren dämlichen, billigen Frauen-Fantasy-Büchern, Loretta. Das ist das wahre Leben. Und wir bringen ihn um. Sagen Sie uns, wo das Grab ist. Hallo, wer auch immer hier das Sagen hat, Sie müssen Beamte hier hinschicken. Hierhin. Wir haben geschlossen. Geschlossen? Ich probiere seit anderthalb Jahren ein Nickerchen zu machen. Echt, seit anderthalb Jahren. Seit anderthalb Jahren zünde ich die Kerze von beiden Enden an. Acker wie eine Hafennutte. Und das war lange bevor meine Freundin gekidnappt wurde. Und ich will nur eins. Alle Viere von mir strecken. Dazu ein Glas Wein. Aber eigentlich bin ich zu müde für ein Glas Wein. Und ich will eine Massage. Ich will, dass mir jemand meine Schultern massiert. Und meine Füße, am liebsten beides auf einmal. Und es ist mir egal, ob das logistisch gesehen völliger Schwachsinn ist. Denn ich habe gearbeitet wie ein Tier. Und ich weiß, dass Sie auch hart gearbeitet haben. Ich frage Sie also nur sehr ungern, ob Sie den Laden noch ein paar Minuten länger offen lassen können. Denn wenn Sie das nicht tun, werden eine sehr enge Freundin von mir und ihr Covermodel hundertprozentig sterben.